Ja, hallo. Ich bin Mirko und ich habe das große Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Ich habe Kickern als Hobby, als meine Leidenschaft entdeckt vor ein paar Jahren und habe dann auch, wie gesagt, mein Hobby zum Beruf machen können und eine Kickerbar eröffnet. Das ist nicht nur der erste Kickersalon Berlins, wenn nicht sogar bundesweit. Es ist auch die Heimspielstätte des größten Kickervereins Berlins, des ersten Kickervereins Berlins, vom ersten TFCB. Mittlerweile von 2 Mannschaften auf 6 Mannschaften hochgegangen, die in der Berliner Liga spielen. Ich selber habe in der ersten Liga gespielt, noch letzte Saison, leider abgestiegen. Aber eigentlich ist das nur eine Ergänzung zum Hobby. Das richtige Kickern, die richtige Leidenschaft findet in der Kneipe statt. Einfach so am Tisch mit wechselnden Gegnern. Beim Kickern sieht das so aus, dass die ersten, jetzt muss ich aber selber nachdenken, ich glaube 3 Mannschaften aus der ersten Landesliga automatisch Bundesliga spielen. Und die treffen sich dann an 2 Wochenenden im Jahr und tragen dann die ganzen Begegnungen aus. Insofern ist das erstmal primär im Landesverband alles organisiert und geregelt. Die Liga hat angefangen, jetzt muss ich auch nachdenken, vor 5 Jahren ungefähr und seit 4 Jahren bin ich dabei. Ja, eigentlich auch eine lustige Geschichte. So beim Rumziehen durch Kreuzberg, der Suche nach einer Kneipe und mit Kicker und Gegnern in der Milchbar öfter gewesen, die leider ihren Tisch nicht besonders gut pflegen. Irgendwann war er komplett im Eimer und der Barkeeper hat uns dann in die Weiße Taube geschickt. Dann sind wir da hängen geblieben. Regelmäßig hingegangen, mit dem Barkeeper gut verstanden und irgendwann dann auch selber da gearbeitet, hinterm Tresen. Naja, dann mich so ein bisschen um die Kickertische gekümmert, dass die ordentlich gepflegt sind, weil es macht schon mehr Spaß, wenn die Tische in einem ordentlichen Zustand sind. Ja, das hat sich auch gelohnt. Es wurden immer mehr Leute, die zum Kickern gekommen sind. Das Niveau wurde immer höher, viele junge Leute auch. Die haben sich dann in der Liga engagiert und mich gefragt, ob ich nicht mit einsteigen möchte. Braucht noch einen guten Torwart. Ja, dann bin ich so zum Ligaspielen gekommen. So eine Ligabegegnung besteht in der Regel aus 4 Leuten pro Team. Das heißt, also Minimum 4 Leute. Die Begegnung besteht aus 8 Doppeln und 8 Einzeln. Man kann also die Einzel auch aus den Doppelspielern besetzen, kann aber auch noch extra Spieler für die Einzel holen und dann zu 6 antreten. Ja, man hat dann seinen festen Partner, mit dem man spielt. Spielt dann gegen die Gegner, gegen jeden 2-mal. Gibt also quasi während einer Begegnung eine Hin- und Rückrunde mit Seitenwechsel zwischendurch und allem drum und dran. Wenn das nachher 16-16 stehen sollte, ist das im Ligabetrieb kein Problem. Es läuft aber ähnlich wie im Fußball parallel zur Liga auch Pokal. Und da kann es natürlich kein Unentschieden geben. Da muss es einen Gewinner und einen Verlierer geben. Da kann es dann tatsächlich zum Elfmeterschießen kommen. Das nennt sich beim Kickern dann Forward Shootout. Und da gibt es einen Torwart und vom Gegner 3 Stürmer, glaube ich. Ich selber habe es noch nie gespielt, bin noch nie in die Situation gekommen. Jeder darf einmal schießen, kein Nachschuss, kein Nichts. Entweder er ist drin oder er ist nicht drin. Danach wird gewechselt. Dann kann die andere Mannschaft 3 Stürmer bestimmen. Jeder darf einmal schießen. Und das geht dann so weiter, bis es irgendwann eine Entscheidung gibt. Berliner Mannschaften sind in der Bundesliga, glaube ich, so im guten Mittelfeld. Also die Berlin Bears sind, glaube ich, auf Platz 4 oder 5 oder sowas in der Größenordnung. Also gar nicht so schlecht. Aber man muss natürlich bedenken, dass Berlin so ziemlich als letztes angefangen hat, überhaupt in der Liga zu spielen. Und Berlin auch eine ganz eigenes Regelwerk hat. Beim Berliner Kneipenkickern zum Beispiel wird der Ball immer nach dem Tor hinten in der Ecke eingeworfen, während im gesamten Bundesgebiet der Ball immer in der Mitte eingeworfen wird. Und dadurch haben alle anderen in der Republik deutlichen Vorteil im Mittelfeld. Und da musste Berlin erstmal ein bisschen aufholen. So, Saarland zum Beispiel ist so der dominierende Verband in Deutschland.
Und ich glaube, die stellen auch in der Regel dann den deutschen Meister. Ja, im Rahmen der WM haben wir natürlich überlegt, was wir so ein bisschen Spezielles noch machen können. Und sind dann im Internet über diese Trikots gestolpert. Die habe ich schon vor einer Weile mal gesehen und als ein bisschen albern abgetan. Aber naja, ich habe sowieso den Eindruck, dass es langsam zu ernst wird bei vielen Leuten mit dem Kickern. Und deswegen fand ich es eigentlich genau das richtige Mittel, hier zur WM einfach mal die Trikots raufzuziehen auf die Kickerfiguren. Und die Leute finden es lustig. Also selbst die Profis, die normalerweise nur mit perfektem Material spielen können und wollen, selbst die sagen, nach 2-3 Spielen hat man sich dran gewöhnt an die Trikots und dann geht das auch mit der Perspektive. Ja, rumtricksen ist immer eine schöne Sache am Tisch, aber beeindrucken kann man damit, glaube ich, nur wirklich Anfänger. Und gerade der Trick aus Absolute Giganten, der wird ja gerne zitiert und gern gesehen, ist im Prinzip gar nicht so unbedingt der schwerste. Den Ball hinterm Tor hochzuhieven ist relativ simpel, es ist schnell geübt. Ihn dann ins Tor zu boxieren, das ist schon das Schwierigere daran. Aber ansonsten gibt es da ganz andere Tricks, wie man den Ball handeln kann. Spektakulär ist das natürlich, wenn man so oben rüber spielt den Ball, aber für einen, der sich so ein bisschen auskennt mit Kickern, gibt es ganz andere Sachen, die da spektakulär sind. Zum Beispiel ein wahnsinnig schnelles Passspiel auf der Dreierreihe im Sturm vorne. Die ersten drei spielen sich den Ball immer unter der Stange, immer parallel hin und her. Mal wird der Mittelstürmer mit einbezogen, mal nicht. Dann läuft der Ball ganz nach außen hin und her. Das ist, erfordert schon ein sehr präzises Spiel, den Ball wirklich so in dem Tempo und der Geschwindigkeit exakt parallel unter der Stange laufen zu lassen, ohne dass du ihn dann irgendwann mit dem Fuß schräg erwischt und er dir wegrollt. Das ist auf jeden Fall schon mal deutlich spektakulärer. Neulich hatten wir auch die Soccer Monkeys mal wieder ziemlich komplett als Mannschaft hier. Und wenn die nicht in der Liga-Begegnung stehen, dann spielen die auch mal richtig schön Tischfußball. Es hat sich leider in der Liga etabliert, dass fast nur noch der Jet gespielt wird. Das ist ein wahnsinnig schneller Schuss aufs Tor, der auch wirklich hier aus dem Handgelenk oben gezogen wird. Wahnsinnig schnell, wie ich finde, nicht besonders anspruchsvoll, weil schnell zu lernen. Wir haben hier ein paar Leute, die beherrschen nicht mal das Mittelfeld ordentlich, aber den Jet haben sie geübt und beherrschen ihn. Und ja, wie gesagt, deswegen für mich kein spektakulärer Schuss, aber in der Liga das ultimative Mittel. Wird kaum noch was anderes eingesetzt, seit man die USA damit geknackt hat. Das ist wohl ein Schuss, der in Europa erfunden wurde. Ich habe es nur so am Rande mitbekommen. Da waren die Amis wohl ziemlich perplex über diesen Schuss. Ist nicht deren Spielart, auf dem Tisch, auf dem die spielen, auch gar nicht machbar, so richtig. Aber wie gesagt, wenn die Soccer Monkeys mal nicht in der Liga-Begegnung stehen, dann zeigen sie auch mal, was sie sonst so können. Und das sind schon wirklich sehr beeindruckende Geschichten. Dann kommt ein Rückpass aus dem Sturm auf die Verteidigung und dann wird der Volley über die Bande zurück aufs Tor geknallt. In einem Tempo, wo man kaum noch reagieren kann und eigentlich nur noch, anerkennt, lachen, sich drüber freuen kann. Wenn ihr das sehen wollt, Platzwart in der Manteuffelstraße 110 in Berlin-Kreuzberg. Täglich ab 18 Uhr bis Open End. Ja, wenn ihr euch interessiert für Kickern, kommt vorbei.